Die meisten Optionshändler bzw. alle die, die es werden wollen, lernen die falschen Dinge. Warum komme ich auf diese Aussage? Nun ja, wir haben in den letzten 6 Monaten hier in der Akademie wahnsinnig viele Teilnehmer gehabt und da sind mir einfach so ein paar Punkte aufgefallen, wo ich sage, aha, daran liegt es also oftmals, dass sehr, sehr viele Leute einfach im Optionshandel nicht erfolgreich werden. Und damit euch das nicht auch so geht, damit ihr im Optionshandel erfolgreich werdet, will ich euch heute mal die 3 Fehler aufzählen, die die meisten Leute machen, wenn sie anfangen. Also bleibt dran, jetzt geht's los. In den letzten 6 Monaten haben wir hier knapp 20 Seminare hier in der Akademie abgehalten. Jetzt momentan sind wir gerade mit dem letzten Seminar durch. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Sommerpause. Erst Mitte September geht es dann wieder los. Und das heißt also, in den letzten Monaten waren hier wirklich hunderte von Teilnehmern und haben hier ganz, ganz verschiedene Seminare besucht. Das ging von Starter-Seminaren los, wo wir also wirklich die Basics beibringen, bis dann zu ganz, ganz spezialisierten Seminaren im Bereich Future-Optionen oder auch Hedging und so weiter und so fort. So, und mir ist einfach aufgefallen, wenn man sich mit diesen Teilnehmern hier unterhält, dass ein paar kommen ja her, die sind, sage ich mal, die haben den großen Vorteil, dass sie völlig unbeleckt sind. Das heißt, sie haben überhaupt noch keine Erfahrung in diesem Bereich. Die können von Beginn an gleich die richtigen Dinge lernen. Es gibt aber auch viele, die kommen her und haben schon Wissen über den Optionshandel. Und wenn man dann so fragt, Mensch, kennst du dich aus mit Optionen? Ja, kenne ich mich aus. Teilweise machen sie das auch schon eine ganze Zeit, 1-2 Jahre, und sind natürlich aber, sind mit ihren Ergebnissen noch nicht so zufrieden. Und wenn man dann so ein bisschen hineingeht und fragt, hey, woran liegt es denn eigentlich, ne? Dann haben wir immer wieder 3 Punkte festgestellt. Und zwar, wenn ich die jetzt anschreibe, dann werdet ihr sehen, aha, das sind im Grunde ganz, ganz simple Dinge, aber die sind unheimlich wichtig. Und wenn du also Erfolg haben willst im Optionshandel, dann musst du ganz, ganz zwingend diese 3 Punkte lernen oder musst dich mit diesen 3 Punkten ganz intensiv beschäftigen, damit du überhaupt eine Basis hast. Das heißt also, viele Optionshändler oder diejenigen, die es werden wollen, die, wenn man das mal mit einem Haus vergleichen würde, die bauen sich wunderschöne Dächer, die machen wunderschöne kupferne Dachrinnen ran, die machen sich Gedanken über die Fensterläden und so weiter und so fort. Was aber fehlt, ist die Basis. Und die Basis besteht im Grunde genommen aus meiner Sicht heraus, das sind meine persönlichen Empfindungen, aus 3 Dingen. Und die will ich euch jetzt mal mit euch teilen. Und zwar Punkt Nummer 1, etwas ganz, ganz Simples. Und zwar, die meisten sind sich nicht klar darüber, welche Rechte und Pflichten beinhalten Optionen. Also Rechte, Pflichten. So. Woran merke ich das? Ich merke das an so Fragen, die immer wieder auftauchen. Was passiert denn, wenn am Verfallstag die Aktie XY an dem Punkt schließt und ich habe einen Spread und der ist genau dazwischen oder darüber oder darunter? Ne? Und das rührt oftmals davon her, dass dieser Punkt, ne, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich bei Optionen, dass der nicht klar ist. Wir wollen das jetzt hier in dem Video nicht ausbauen, nur noch mal ganz kurz so als Wiederholung. Rechte: immer wenn ich eine Option kaufe, erwerbe ich ein Recht, dafür bezahle ich eine Prämie. Und immer wenn ich eine Option verkaufe, bekomme ich eine Prämie und übernehme dafür eine Verpflichtung. Beim Call ist das die Verpflichtung bzw. das Recht. Wenn ich einen Call kaufe, habe ich das Recht, etwas zu kaufen. Wenn ich einen Put kaufe, habe ich das Recht, etwas zu verkaufen. Und derjenige, der die Pflicht hat, also der Optionsverkäufer, muss genau das Gegenteil dann tun. Im Grunde genommen eine absolut simple Sache, aber ganz, ganz vielen Leuten ist es unklar. Und du kannst das jetzt hier mal überprüfen. Nimm dir irgendeinen Chart, zeichne dir eine Linie rein, eine horizontale Linie, egal irgendwo, und sag, okay, wenn das jetzt ein Put wäre und ich hätte ihn gekauft, welche Rechte habe ich? Wenn ich ihn verkauft habe, welche Pflichten habe ich? Und das machst du dann ein paar Mal, ne, mit Calls, Puts, gekauft, verkauft. Und wenn du jedes Mal aus der Pistole heraus sofort sagen kannst, welche Rechte und Pflichten du hast, dann hast du schon mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gelernt hast. So, 2. Punkt, ganz, ganz, ganz entscheidend. Und zwar hier TWS. Uns fällt auf, dass ein Großteil derjenigen, die am Optionsmarkt auch jetzt schon tätig sind, massive Probleme mit der Trader Workstation haben. Ne?
Jetzt ist zugegebenermaßen die Trader Workstation kompliziert, wenn man von einem anderen Broker kommt. Also wenn er es jetzt gewohnt ist, bei Comdirect, bei der DAB, bei Flatex oder sonst irgendwo Aktien zu kaufen oder Zertifikate und er schaut sich das erste Mal hier die Trader Workstation an, ne? Für den sieht das mega kompliziert aus, so ein bisschen wie der Bauplan eines Atomkraftwerkes. Aber es ist wahnsinnig entscheidend, dass man, bevor man den allerersten Trade macht, sich hier auskennt. Und es ist einfach so, wir stellen das immer wieder fest, dass teilweise gehandelt wird, also dass sogar schon Händler Positionen eröffnen, Geld im Markt haben und dann kommen und sagen, Mensch, wie kann ich überhaupt eine Limit-Order eingeben? Wie kann ich das machen? Wo bekomme ich denn diese Anzeige her? Und so weiter und so fort. Und es mag vielleicht jetzt so ein bisschen, naja, komm, es ist ja nur eine Plattform. Aber das ist das entscheidende Handwerkszeug. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, du bist, um da auch mal wieder ein Bild zu machen, du sitzt in einem Sportwagen, du bist auf der Autobahn unterwegs und das Einzige, was du gelernt hast, ist, wie man rechts das Gaspedal durchdrückt. Und dass es aber auch noch eine Bremse gibt, das weißt du zwar, du weißt nicht, wo sie ist, du weißt auch nicht, wann du sie betätigen musst. Ne? Und das ist natürlich extrem gefährlich. Und viele setzen da auch vollkommen die falschen Prioritäten. Sagen, ja, die Gebühren sind zu hoch oder diese Strategie ist doch gar nicht so effektiv wie diese Strategie, beherrschen dann aber das nicht. Und wenn du das nicht beherrschst, dann kann dich ein falscher Klick im falschen Moment wirklich richtig, richtig viel Geld kosten. Und deswegen beschäftigt euch mit der TWS. Das ist essentiell, dass ihr das ganz einfach macht. Wir haben jetzt auf Nachfrage, weil so viele Kunden jetzt gefragt haben, haben wir jetzt gesagt, okay, dann machen wir jetzt eins, dann bieten wir jetzt so Tagesseminar an, nur für die TWS. Also wo wir wirklich ganz intensiv, so Bootcamp-mäßig, die TWS hoch und runter gehen, dass wirklich jeder, der hier rausgeht, sagen kann, okay, ich weiß jetzt, wie diese TWS funktioniert. Und da helfen dir halt oftmals auch nicht die Videos, die im Netz verfügbar sind, sondern das muss man intensiv mit jemandem üben. Es ist aber nicht kompliziert. Ein Tag und du kannst das. Ne? Bloß du musst dich eben dahinter klemmen. Und wenn jemand sagt, der vor 6 Monaten angefangen hat, ja, ich kann immer noch nicht so richtig, weil das mit der TWS, ganz ehrlich, daran wird es doch nicht scheitern, Max. Es kann doch nicht an der Software scheitern, okay? Letzter Punkt, und der ist nicht minder wichtig. Voilà. Volatilität ist ein wahnsinnig entscheidender Punkt im Optionshandel. Und jeder kann irgendwie sagen, was ist Volatilität, was ist implizite Volatilität. Ja, da gibt es auch noch den VIX und da gibt es so Produkte wie den VXX. Aber wie wirklich Volatilität funktioniert, wodurch Volatilität entsteht, wie sie entstehen kann, wo sie entstehen kann und was sie für Auswirkungen hat, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, das ist vielen nicht bewusst. Ne? Also viele haben ganz komische Ideen, was Volatilität betrifft. Und ich lese dann oftmals auch in Beiträgen oder in Kommentaren, wo jemand fragt, und es ist immer gut, wenn jemand fragt, ne? Das freut mich auch sehr, wenn jemand fragt und da kommen dann so Fragen wie, ah, ich möchte ein neues Allzeithoch, ich möchte nur Puts auf Aktien verkaufen, die ein neues Allzeithoch machen und eine IVR über 50 haben. Wo du sagst, wie soll denn das funktionieren? Das heißt, du wirst nie einen Trade finden. Oder andere sagen, man kann keine Optionen in niedriger Volatilität verkaufen. Bullshit, natürlich kann man das. Man muss sich bloß bewusst machen, was da gerade am Markt passiert, was die Chancen und was die Risiken sind. Also dieses Thema Volatilität, das ist 1000-mal wichtiger als richtige Strike-Auswahl, richtiges Delta, richtige Laufzeit und so weiter. Volatilität ist extrem wichtig. Du musst verstehen, was die Preise von Optionen treibt, weil es gibt halt nun immer diese zwei Preistreiber. Das ist zum einen die Bewegung des Underlyings und zum anderen ist es eben immer noch hier die entsprechende Volatilität, respektive die implizite Volatilität. Wenn du diese drei Punkte lernst, also wenn du sagst, okay, ich lerne, was Rechte und Pflichten von Optionen sind, ich lerne, wie meine Handelsplattform funktioniert und ich verstehe, wie Volatilität funktioniert. Ne? Die Reihenfolge ist jetzt willkürlich von mir gewählt. Wir hätten jetzt auch mit der TWS anfangen können und dann die Vola und dann das. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn du diese drei Punkte lernst, dann bist du in der Lage, auch Optionen zu handeln auf der Basis eines soliden Fundaments. Alles andere ist quasi so eine Art Kartenhaus und ihr wisst alle selbst, Kartenhaus kann relativ lang stehen bleiben, aber irgendwann wird es zusammenbrechen und dann ist das quasi vorprogrammiert, dass ihr auch über kurz oder lang mal größere Verluste erleidet. Ne? Und für viele, die schon ein bisschen länger dabei sind,
denen ist gar nicht bewusst, wie schwer so ein Einsteiger auch hat, wenn es um das Thema zum Beispiel jetzt eine Handelsplattform geht oder wenn es um das Thema Volatilität geht. Aber bevor ihr euch mit noch einer Strategie und noch einer Strategie und noch einer Strategie, beschäftigt euch mit den Basics. Das ist die Grundlage von allem. Ne? Also es geht nichts ohne dieses Fundament. Und deswegen, unser Angebot steht, wenn du mehr darüber lernen willst, wenn du sagst, ich will endlich mal lernen, wie die TWS funktioniert, ich will das mit diesen Rechten und mit der Wohler und so weiter, ich will das alles mal wirklich intensiv in einem wirklichen intensiven Ausbildungsprogramm mal lernen oder ich will einfach mal wissen, wo stehe ich denn überhaupt, ne? Dann nutzt einfach den Link, der hier unter dem Video ist, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und dann zeigen wir dir, wo du stehst, wo du hinkommen kannst und was du dazu machen musst. Das war's von heute. Von hier, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Dir bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.